Ich konnte mich nicht lieben und daher meine Mitmenschen auch nicht. Früher war ich sehr schüchtern und habe viel gelogen und hatte einfach ein großes Loch in meinem Herzen. Also ich kenne Jesus schon als Kind, aber ich hatte mit Jesus keine Beziehung und habe ihn auch nicht als meinen Freund betrachtet. Früher hatte ich viele negative Gedanken über mich selbst und ich hatte auch kein Selbstvertrauen. Ich habe angefangen, bei den Predigten mehr zuzuhören und auch mehr Zeit und Energie in die Hauszielgruppe zu investieren. Und dadurch bin ich halt Jesus näher gekommen. Dann einmal hat jemand für mich gebetet und ich hatte einen Frieden gespürt. Und ja, ich hatte mich für Jesus entschieden. Dann habe ich mich entschieden, die Bibel zu lesen und dadurch hat mir Gott meinen Wert gezeigt. An dem letzten Abend auf einem christlichen Camp saß ich auf einem Feld und dort gab es die Möglichkeit, ob wir uns zu Gott bekehren wollen. Ich habe es getan und Gott ist mir mächtig begegnet. Jetzt sehe ich mich anders, meine Mitmenschen und die Welt auch, denn ich habe durch Jesus die Wahrheit gefunden. Heute bin ich nicht mehr unsicher und ich kenne meinen Wert in Jesus Christus. Jesus hat das Loch in meinem Herzen gefüllt und seit diesem Abend kann ich nicht mehr schlafen gehen, ohne vorher mit ihm zu sprechen. Und heute weiß ich, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.